Hallöchen und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Crysis 1. Tja, in der letzten Folge haben wir einen grandiosen Abgang gemacht mit einer Hals-über-Kopf zerstörenden Explosion und über uns hinwegfliegen. Da. Wie cool. Ich merke gerade, dass ich ein bisschen leiser machen muss. Und ich habe auch eine Sache habe ich gemerkt, und zwar... Wir müssen hier, das ist ja die Hauptquiz, wo wir müssen, und das ist auch eine Nebenquest, und ich möchte tatsächlich erst die Nebenquest machen. Deswegen, wir tarnen uns und aktiviert. Wir machen das jetzt einfach mal. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Nee, halt. Muss ich an die Ansteuerung gewöhnen, weil ich gerade noch eine Runde Regenbogen-Sex gespielt habe. Tarnfeld aktiviert. Oh, maximale Panzerung. Okay, gucken wir mal. Das heißt, wir müssen dahin zum Gelben. Da hinten. Na, da. Ich sehe das Haus schon. Oder? Ne, es ist ein Felsen. Okay. Ja, gut, wir machen mal hier mal ein bisschen zügig. Maximales Tempo. Energie kritisch. Okay, ich sehe gerade, dass ich noch ein bisschen meine Maussensibilität etwas einstellen muss. Okay. Tarnfeld aktiviert. Probieren wir heute mal wirklich richtig sneaky vorzugehen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Okay, erstmal hier drin verstecken und aufladen. Das ist ein bisschen langwierigerer Prozess, aber wenn wir wenigstens mal gesagt haben, hey, ich kann auch leise. Deswegen. Tarnfeld aktiviert. Nee, halt nicht Waffenmodus umschalten. Guck mal, hier gibt es denn Autos. Energie kritisch. Maximale Panzerung. So. Im Gebüsch liegen ist immer ganz super. Tarnfeld aktiviert. Er hat mich nicht gesehen. Seht ihr das? Maximale Panzerung. Raus mit dir, du Mistkerl! Tarnfeld aktiviert. Die Tarnung klappt einfach nicht bei mir. Was? Energie kritisch. Schnappt euch! Maximale Panzerung. Das war schon mal sehr sneaky, ja. Kann man nicht anders sagen. Also. Tarnfeld aktiviert. Ich glaube, sneakiger geht nicht mehr. Das ist Schrotflinte. Das ist, denke ich mal, sehr unsneaky. Oh, stimmt, man könnte hier rüben lang gehen. Maximale Panzerung. Das werden die niemals merken. Wer rechnet damit, dass man von hinten kommt? Dafür müsste dann schon Genie sein, um von hinten, um das zu bemerken. Aktiviert. Die wissen schon, dass ich da bin. Das hat Energie kritisch. Maximale ja, Panzerung. Aber die haben noch keinen Alarm geschossen. Also ist alles dufte. Tarnfeld aktiviert. Keiner weiß, dass ich da bin. Ich sag's euch, keiner. Ich bin ein Geist. Also man könnte fast denken, ich bin ein Geist, ne? Man sieht mich gar nicht. Und für die wird ja diese Technik, die ich hier nutze, unter unbekannt sein. Ich weiß nicht, die modernste Technologie, die es gibt. Guck mal. Wäre interessant gewesen, kann man ihn hier unter durch... Nein. Tarnfeld aktiviert. Nee, hier komme ich nicht durch. Maximale Panzerung. So, eine Sache muss ich noch, ne? Kann ich das bestimmt umstellen, und zwar... Ich weiß gar nicht, ob man das so trennen kann. Ne, hier? Ne. Was hier? Wir machen die Anzugstimme einfach aus. Da ein gewisser jemand oder eine gewisse jemanden die deutsche Stimme nicht mögen vor dem Anzug, deswegen machen wir den jetzt einfach aus. So. Blub, aus ist er.
kann sich keiner mehr aufregen. Wo ich noch hin? So, vorsichtig. Hier muss ich rein. Okay. Schon noch einfacher. Wie ich in diese Ecke passe, ist mir nicht klar, aber es funktioniert. Das ist ja die Hauptsache. Ich dachte gerade, ich habe verzogen. Na, los, kommt schon. Prophet, ich bin jetzt im Übertragungswagen. Sehen Sie sich die Terminals an. Greifen Sie auf Ihr taktisches Netzwerk zu. Okidoki. Das hier bestimmt. Okay, ich bin drin. Starte jetzt den Download. Na, ist er jetzt nicht so problematisch. Ich habe alles. Komme jetzt zum Treffpunkt. Gute Arbeit, Nomad. Jetzt das da. Ist das Nordkoreaner? Ich könnte fast denken, oder? Laut dieser Berichte haben sie die gesamte Zivilbevölkerung in ein paar Tagen evakuiert. Was verstecken die Kerle? Es wird noch besser. Wie es aussieht, ist General Kyung für die gesamte Operation verantwortlich. Wenn sie dachten, das wird ein Spaziergang, haben sie sich geirrt. Kyung ist ein harter Brocken. Außerdem halten ihm seine Eliteeinheiten den Rücken frei. Ja, und? Was soll's? Gibt Schlimmeres im Leben. So, dann verziehen wir uns jetzt hier. Fahren wir ein bisschen mit dem Auto rum. Oh, der hat so einen Speed-Modus wieder wagen. So. Das hätten wir erledigt. Oh, das ist noch. Guck mal da. Ach nee, das ist. Ach, hey, noch Schrotflint-Munition. Ja, yeah, hat sich doch gelohnt. Das hat sich gelohnt, nochmal hierher zu kommen. Okay, dann machen wir jetzt hier erstmal. Sich jetzt einigen KVA-Stellungen. Räuchern Sie sie mit Granaten aus. Ich habe nur eine Granate. Hat es was gebracht? Sieht nicht schon aus. Okay, haben wir das erledigt. Oh, da kommen ja Leute. Von hinten. Was ist das denn? Geh doch. Ist doch jemand. Sehr problemlos. Da unten ist noch jemand? Hm. Doch, auf der Map wird noch was angezeigt. Das ist merkwürdig.
Sehr merkwürdig. Hat der eine Waffe? Ja. Munition. El Munitioner. Brauchen wir natürlich, damit war. Guck mal, da kommt jemand. So, hätten wir auch das erledigt. Oh, Schrotflinte Munition und FY17. Soll ich die abreißen hier? Nomad, kommen Sie sofort zum Treffpunkt. Hier ist etwas, das Sie sich ansehen sollten. Worum geht's denn, Prophet? Kommen Sie einfach her. Sie würden es mir sowieso nicht glauben. Bin unterwegs. Oh ja. Ach, herrlich. Stimmt, der hat doch Waffe hier dabei. Ach, da. Alles nehmen, was wir kriegen. Alles nehmen, was wir kriegen hier. Wir haben einen Krieg zu gewinnen. Das werden wir nicht schaffen ohne Munition. Was ist das da? Was ist das? Entweder ein Bug oder ein unbekanntes Fluchobjekt. Oh, das sieht so schön aus, wenn man hier lang guckt. Ach, herrlich. Na, wie gefällt dir das, Kumpel? So, okay. Gehen wir jetzt hier mit richtigen Waffen vor. Wo sind die? Da. Problem, Alter. Ich mit einem Sniper-Schuss, ey. Herrlich. Ja, so geht's richtig gut. So läuft das. Kann man die hier kaputt machen? Nee. Ach, guck mal, hier mit Tabulata kann man. Ah, das ist ja nice. Das habe ich vermisst. Kann ich kaputt schützen? Nö. Ach du Scheiße. Okay, hier müssen wir jetzt lang. Der Ruf der Luska. Was, Alter, das ist für mich echt ein Bängstchen in die Gegend hier, ne? So. Frage, wie sind die hergekommen? Weil dieser Psycho, der war doch bei mir, oder? Und der ist, hätte der nicht den gleichen Weg gehen müssen wie ich? Super. Eine gefährliche Insel, diese Insel. Ein gefährliches Flüster, was ist das denn? Steht da ein Haus oder was? Oh, oh, Alter, Bildstörung. Alter, muss ich mein Bildschirm wieder entmagnetisieren oder was? Was ist das denn? Ist das ein Schiff? Hätte sie doch nicht. Eieieiei. Da sind sie ja endlich. Was sagen Sie dazu? Das ist ein Schiff. Da hatte wohl jemand Probleme, sein Boot einzuparken.
Oder wir so. Wir sitzen in der Sackgasse fest. Und ich habe den sicheren Kanal zum JSOC verloren. Zu viele elektrische Interferenzen hier. Hey, Boss. Ich hab hier was. Ihr zwei? Eine topografische Karte. Da ist ein Gebiet markiert. In diesem Tal hier muss die Ausgrabungsstätte sein. Wieso sind Sie da so sicher? Bin ich nicht. Die schönste Karte, die ich hier gesehen habe. Wir brechen sofort auf. Ich gehe nirgends hin. Erstmal beantworten Sie mir ein paar Fragen. Ich kaufe Ihnen diese Bergungsscheiße nämlich nicht mehr ab. Ja. Seit wann haben die Nordkoreaner einen verschissenen Froststrahl? Ja, genau. Ich habe das Gefühl, ich bin hier in einem verdammten Comic gelandet. Ich habe Ihnen alles gesagt, was Sie wissen müssen. Das ist Blödsinn und Sie wissen es. Aztec ist tot und wir haben keine Ahnung, was ihn getötet hat. Ich habe ihn gesehen, Boss. Er war verstümmelt, in zwei Hälften gerissen. Ich meine, womit haben wir es hier zu tun? Doch nicht nur mit Koreanern. Jester hat recht. Wenn dieser Rosendahl verrückt wäre, wären wir nicht hier. Schluss jetzt, Psycho! Sie kennen Ihre Befehle. Unser Job ist es, diese Leute zu finden und das werden wir tun. Und jetzt brechen wir auf. Was das ist ein Befehl. Da was ist das jetzt? Das hört sich an wie ein Drache aus Skyrim. Wow. Es hat Chester. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Los. Verdammt. Vorwärts, los, los. Warum habe ich nur noch 20 Frames? Wo ist das hin? Hier lang, vorwärts, los! Aber ganz ehrlich, das spielt doch nicht wie 20 Frames, ob diese Anzeige ist verpackt. Ja, ja, Screenshot. Du mich auch. Nein, so. Keine Ahnung. Also 20 Frames würden sich anders anfühlen, oder? Aber was meint ihr? Weil. Ja, komm. Die können ruhig ein bisschen da Krieg spielen. Ich stelle es hier mal um, die Grafik. Machen wir nur auf 1080, vielleicht ist es dann irgendwie besser. Weiß nicht, die ganze Zeit davor war es bestens. Ja. Perfekt. Verdammt, seht ihr dieses Ding? Weiter, was ist ein großer Unterschied? Nach Osten gehen wir, vorwärts! Eieiei. Ihm nach, los, los! In den ersten drei Folgen hat er bei mir, oder am Anfang hat er mir gezeigt, dass es eigentlich flüssig ist. Naja, gut. Aber Chester werden wir natürlich suchen, aber leider erst in der nächsten Folge. Tja, jetzt spielen wir zwar nicht mehr in 4K, sondern in Full HD, ja, ich weiß, es ist leider ein Rückschritt, aber dafür sollte es jetzt noch flüssiger sein. Weiß nicht, es kam mir davor gar nicht so unflüssig vor, ehrlich gesagt. Aber ist mir jetzt gerade so mal aufgefallen, dass, weil ich habe ja hier oben immer so manchmal die Anzeige hier wegen den FPS und die waren ziemlich niedrig. Deswegen machen wir jetzt mal so. Und es wirkt sehr viel flüssiger, das stimmt. Deswegen werden wir dann in der nächsten Folge in flüssig spielen. Und dann geht's weiter, ne? Also, bis dann. Cheerio!